Willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei unserer Familie Winter, bei unserer cuten, hochschwangeren Emilia und ihrem Henry. Ja, ich habe in der letzten Folge, wo wir die große Entscheidung hatten von Naomi und Jerry bezüglich der ungewollten Schwangerschaft, ungewollt Naomis Seite. Jerry freut sich natürlich sehr, auch wenn er nicht der leibliche Vater ist der Kinder. Ja, es sind zwei Stück. Wir haben den Zufall entscheiden lassen, indem wir so ein Rad benutzt, ein lose Rad genutzt haben. Und ja, wie es weitergeht, werde ich dir jetzt noch nicht verraten, falls du die Folge noch nicht geguckt hast. Dann schau schnell vorbei, oben beim i kannst du ganz flott dorthin kommen. Und danach waren wir bei Kira, Preston und Gabby, denn der Preston macht gerade Urlaub, wo er die beiden dann zu eingeladen hat. Er war schon ein paar Tage zuvor da und hat schon ein bisschen was für seine Bestrebungen gemacht. Das hat leider nicht so gut geklappt, aber das sei dahingestellt. Ja, dann habe ich mit den Sims alleine privat Weihnachten gefeiert. Sie hatten ein wunderschönes, bezauberndes Winterfest. Wir haben alle 7 Kinder eingeladen. Die Stephanie war sogar spontan bei, die kam so irgendwie mit dazu. Wir haben viel Zeit uns genommen, sie haben sich unterhalten, die zwei, die Zeit als Familie wieder zusammen genossen. Vor allem war es so süß, Emilia ist im zweiten Trimester, die Naomi im ersten noch und beide sind mit ihren dicken Babybäuschen da durch die Gegend gewatschelt. Das ist so, so süß gewesen. Wir haben den Baum zusammen geschmückt mit mehreren zusammen, wir haben beleuchtet, wir haben einen super leckeren Tofu-Totan, weil wir ein paar Vegetarier in der Runde haben, da müssen wir natürlich mit ein Auge drauf haben. Der hat auch allen super geschmeckt und seit dem großen Patch, den wir bekommen haben, muss ich sagen, bis auf 2 Stühle haben sie sich alle zusammen hingesetzt an den Tisch. Und das war so, so schön. Ich finde das so schön, wenn die Sims zusammen am Tisch sitzen, ob das Frühstück, Mittagessen oder Abendessen ist. Und einfach die Zeit so zusammen genießen, weil ich finde, das ist so eine Zeit wie im echten Leben. Da kann man sich austauschen, das Essen genießen. Und einfach auch Pläne schmieden so. Und ich fand das total schön, dass das so weit fast geklappt hat. Ja, und jetzt, wie ihr seht, sind wir mit Emilia wieder unterwegs. Wir wissen, wir müssen Strangerville noch machen. Ich habe mit der Vanni ganz lange geschrieben. Vanni ist ihre Patentante, Mooney. Moonies Kanal, eine ganz, ganz liebe Maus, die auch Videos macht. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Und ja, wir haben gesagt, wir müssen ein bisschen Gas geben mit der Strangerville-Story, damit wir vielleicht den Kampf noch vor dem Baby machen oder ob wir ihn danach machen. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen was vor und das gehen wir heute an. Und das Lustige ist, da ist Naomi vom Aussehen her nicht schwanger. Mhm. Guckt doch mal, wie zuversichtlich sie ist. Also sie ist super gut drauf, ganz anders als ihre Mama. Und ja, wir gucken jetzt einfach, was müssen wir denn überhaupt machen? Wir brauchen 3 Sims, die wir rekrutieren können, um die Infektionsquelle zu vernichten. Wir haben dazu dann auch die Aufgabe, dass wir 3 Sims impfen müssen und wir müssen uns selbst natürlich auch noch mitimpfen. Und wir müssen schlussendlich, ich meine, wir sind im letzten, genau, die letzte Stufe ist Helden von Strangerville und unsere letzte Aufgabe ist Quelle der Infektion vernichten. Dann haben wir die Strangerville-Story schon fertig. Wir müssen dann unsere Nebengeschichten mit den ganzen okkulten Wesen noch weitermachen. Wir haben bisher nur Vampire kennengelernt. Vielleicht treffen wir auf den ein oder anderen Alien. Wir müssen Werwölfe noch kennenlernen, Meerjungfrauen. Also wir haben dann noch so ein bisschen was vor uns. Auch Hexen müssen wir noch kennenlernen. Da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben offen. Aber doch, wir haben hier ein paar. Ben Sanders von der lieben Christa. Der Ben ist unser Bibliothekar. Hallo Ben, ich habe dich so Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und hier haben wir wie Viola. Ich würde sagen, wir stellen uns der Wissenschaftlerin mal vor. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall einen Wissenschaftler mit. Wir nehmen jemanden mit, der wie unseren Erwin zum Beispiel, da hätte ich überlegt, dass wir jemanden mitnehmen. Wir selbst sind natürlich anwesend und ich hatte ja überlegt, ob wir den unseren Schnuckiputz, den Henry, mitnehmen sollen. Nur, ich bin ganz ehrlich, je nachdem, wie lange das dauert, ob wir den Kampf angehen, bevor sie das Baby bekommt oder danach, müsste natürlich einer der beiden zu Hause bleiben. Deshalb bin ich noch unsicher, wie wir das Ganze handhaben sollen. Oh, was?
anbrüllen. Wieso brüllst du sie an? Bist du des Wahnsinns? Verschöner ihr mal den Tag, das kommt immer gut, weil wir müssen sie ja irgendwie auf unsere Seite bekommen, gegen die Pflanze zu kämpfen, gegen die Mutterpflanze. Ich weiß noch nicht, wie gut das verläuft. Genau, stell ihr mal den verrückten Plan vor. Sag hier, ich muss später noch in das Geheimlabor und Getränke zubereiten. Sie dann so, was machst du dann bitte im Geheimlabor? Bist du das Wahnsinns? Da alleine hingehen, ihr könnt ja mal über Strangerville reden und sagen, ja hier, wir müssen dem Ganzen ein Ende setzen, das kannst du nicht so weitergehen. Wanze platzieren, wir können eine Wanze an ihr platzieren. Werden wir jetzt erstmal nicht machen, können wir mal ein bisschen tratschen. Oh, guckt mal, die Sophie ist da, die habe ich gar nicht aus dem Augenwinkel gesehen, die süße Maus. Oder können wir die Sims erst rekrutieren, wenn wir sie geimpft haben. Könnte das vielleicht sein? Also ich bin jetzt jeden Reiter durch. Ich finde leider nichts. Okay, aber ich würde sagen, vom Freundschaftsbalken her haben wir sie auf jeden Fall schon mal auf einem sehr, sehr guten Level. Hier haben wir so eine Verschwörungstheoretikerin. Oh ja, wir machen reine Frauenpower, oder? Sollen wir eine reine Frauenpower-Runde machen? Hier. Kannst dich mal respektvoll vorstellen danach. Also, wenn wir das in der nächsten Runde machen, wo die Emilia wieder dran wäre, wäre das Baby noch nicht, soweit ich weiß, auf der Welt. Sie kommt allerdings in 4 Tagen schon ins dritte Trimester. Deshalb weiß ich noch nicht, ob oder ob nicht. Süße, was denkst du? Da haben wir uns auf jeden Fall jetzt auch mal vorgestellt, das ist sehr gut. Oh, guck mal, was sie sagt. Hör zu, in dieser Stadt geschehen wirklich seltsame Dinge. Es begann alles vor ein paar Wochen. Es gab eine riesige Explosion im Krater und seitdem ist alles anders. Gut, unsere Verschwörungstheoretiker sind da ja eh anders gepolt, sage ich jetzt mal zu dem Thema. Die kriegen sowas eher mit und sind da dann auch eher hinterher, sich die Informationen reinzuholen. Man kann sich darüber streiten, ob das immer so der Wahrheit ist, gegenüber ist. Aber hey, das läuft doch gut. Unser Balken steigt. Ich hoffe, wir können sie auf unsere Seite rüberziehen und können wir hier auch einen verrückten Plan vorstellen? Hier über Logikrätsel und sagt, hey, du bist so intelligent. Mit deiner Seite nicht kokett Veränderungen annehmen. Nein. Und ein kleiner Reminder an alle, die wie ich entweder jetzt hier den G-Shade oder den Reshade nutzen. Ihr könnt auf DirectX 11 wechseln. Dafür müsst ihr die beide nochmal neu installieren. Und dementsprechend dann auswählen, dass DirectX 11 statt 9 ist. Aber ihr könnt natürlich auch, wie ich, vorzeitig erstmal auf DirectX 9 bleiben, weil ich möchte warten, bis wirklich alle meine Mods das ohne Problem unterstützen. Denn nicht alle sind da soweit schon drauf gewechselt. Und ich würde sagen, wir machen hier nochmal ein bisschen... Okay, der kam diesmal nicht so gut an. Ah doch, der kam doch wieder gut an, okay. Oh, ihr seid hier voll am Rumturteln. Hier, bitte, hier sind auch Kinder anwesend, ne? Also so ein paar Küsschen und Zärtlichkeiten austauschen sind ja okay, aber bitte nicht übertreiben. Okay, lasst mich nochmal hier nachschauen. Die Kate haben wir. Wailona, ja, die Wailona, die Maya. Da kennen wir noch jemanden, Melinda, Also ich würde sagen, wir nehmen die Kate mit, die Wailona und unseren Henry auf jeden Fall. Ja, guck doch mal, wie schön sie kommen sogar zu uns. Er sagt, hey Emilia, wie geht's dir denn? Und wisst ihr, was wir auch noch angehen? Wir werden am Montag, da ist offiziell der erste richtige Weihnachtsferienfeiertag. Und ich habe eine Babyparty geplant, damit wir wissen, was es wird. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ob es ein Baby, zwei Baby werden, dass du dich mit Wailona Lewis angefreundet hast. Danke, Mami. Aber wir müssen hier wirklich zusehen, dass wir hier verrückten Plan vorschlagen. Dass wir unsere
Kumpanen so weit hinkriegen, dass wir sie nach dem Impfen, ich vermute stark, dass wir sie impfen müssen und dann rekrutieren. Oder? Es ist leider auch ein bisschen her wieder. Kurz kleine Pipi-Pause. Unser Henry ist gerade nach Hause gekommen. Das kommt ja wie gerufen. Wir holen ihn direkt hierher. Wo ist er, unser Henry? Hier. Und wie war's? Du bist befördert worden. Nein, wie cool. Er verdient jetzt 11 Simoleons mehr die Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 53 Simoleons ausmacht. Und er hat ein Podium bekommen und 413 Simoleons als Bonus. Nice. Und wir horchen mal Erwin aus. Okay. Können wir hier einen Anzug kaufen? Ich weiß nämlich nicht, wie weit die Sporen reichen. Okay, wir brauchen 5 Sporen und eine bizarre Frucht, um den Impfstoff herzustellen. Ich glaube, die bizarren Früchte, ja, ich glaube, wir müssen die ernten. Jetzt werden wir noch ein paar Sporen sammeln und dann werden wir einen ersten experimentellen Impfstoff herstellen. Genau, eine bizarre Frucht haben wir. So, du Süße, ich weiß, du bist voll müde. Ich weiß, aber komm, wir versuchen das noch schnell fertig zu machen. So, Henry, du arbeitest mit uns, indem du das einpackst. So, Henry wird natürlich mit hier in den Raum reinkommen, falls nämlich aus irgendeinem Grund etwas passiert, dass sie zusammen sind. Und Emilia wird jetzt diesen Impfstoff herstellen. Und ich finde die Animation so cool, wie man den Sims verabreicht. Das ist keine Spritze, das ist kein Getränk, sondern ich verrate es noch nicht für die es noch nicht wissen. Sehr amüsant. Okay, ich bin sehr gespannt. Jede Sekunde ist es soweit. Und dann ist er fertig. Und dann bin ich mal gespannt, ob er missglückt oder geglückt ist. Emilia hat erfolgreich einen experimentellen Impfstoff hergestellt. Teste ihn an besessenen Sims, um zu erfahren, wie der richtige Impfstoff hergestellt wird. Oh mein Gott, okay. Stopp die Infektion. Du hast die Quelle der Infektion entdeckt. Die Strangerville Plagt. Eine riesige Mutterpflanze, die im Keller des Labors vergraben ist. Du kannst die Normalität in der Stadt nur wiederherstellen, indem du diese abscheuliche Kreatur besiegst. Das wird ein Spaß, weil wir schon 0.34 Uhr haben und meine Sims alle irgendwie Frühschläfer sind. Die Stadt, ihr glaubt's nicht, die Stadt ist vollkommen fast menschenleer. Da ist ein Besessener, ich nehm's zurück. Die Stadt ist nicht komplett menschenleer. Okay, experimentellen Impfstoff testen. Leute, es wird spannend. Das wird einfach ins Gesicht geschmissen. So krass. Und. Der Impfstoff scheint eine Reaktion ausgelöst zu haben, konnte die Infektion aber nicht komplett besiegen. Probier ihn an anderen besessenen Sims aus, um die Wirkung zu überprüfen. Okidoki. Dafür bräuchten wir nur mal ein paar besessene Sims. Emilia, du machst mich fertig. Jetzt singt die da. Der schläft. Und sie singt. Aber ich glaube, wir testen das morgen früh und reisen jetzt nach Hause, holen uns Schlaf, ein bisschen was zu essen und werden dann morgen so gegen 7, 8 Uhr erneut nach Strangerville reisen, um zu gucken, ob wir ein paar weitere Besessene finden, damit wir die Infektion mit unserem Gegenmittel einmal testen können, ob da auch eine Reaktion stattfindet, ob wir eine andere Rezeptur machen müssen. Aber ich würde sagen, das mache ich für mich alleine und wir sehen uns dann, wenn die Sims wieder wach sind und wir vielleicht den ein oder anderen Besessenen gesehen haben. Deshalb müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hier besessene Sims finden. Ich habe einen gefunden. Oh. Also das Spiel hat heute ziemlich viel gegen mich und ich bin heute irgendwie ein bisschen vergesslich drauf. Ja, ich kann halt auch nur mit einem Impfstoff einen Besessenen anstupsen und sagen, hier, guck mal, ich habe da was für dich. Ich muss halt auch ein paar mehr herstellen. Bei der Minty war das ein bisschen einfacher, weil ich die klonen konnte. Und der erste ist jetzt sofort fertig. Er ist hergestellt worden. Okay, wir machen direkt den nächsten, dass wir 2, 3 Stück haben. Wir haben 2 bizarre Früchte, keine Sporen aber mehr jetzt. Wir haben jetzt den zweiten Stoff hergestellt, den Impfstoff, den zweiten. Wir haben
weitere Sporen gesammelt. Ich würde sagen, wir düsen jetzt zurück in die Stadt, um zu gucken, ob wir noch zwei Besessene finden. Süße, komm mal hierher geportet. So, stopp, 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 stopp. Hier, Impfstoff geben. Und, wuff, abgeschmissen hat sie ihn. Und der Impfstoff scheint eine Reaktion auszulösen zu haben, könnte die Infektion aber nicht komplett ab sein. Probier ihn. Okay, wir müssen noch jemanden finden. Der schläft. Oder? Nee, er ist noch besessen. Ich dachte, er kippt jetzt auch jede Sekunde aus den Latschen. Das gibt's nicht. Mach mal ein Foto von der Pflanze. Ja, ich denke, wir gehen gleich in die Babyparty rein und ich werde den letzten Besessenen dann privat mit der Emilia impfen. Und dann bin ich sehr gespannt, was uns erwartet. Aber wir feiern jetzt erstmal gleich eine Babyparty. Und unsere Familie ist soweit schon anwesend. Wir haben den Jerry da, wir haben den John hier, unsere Celine, unseren Henry natürlich, unsere Emilia natürlich. Wir haben den Lex hier, die Kira, natürlich die Naomi hochschwanger. Wir haben hier unsere Ratmalbrillen. Wir haben hier einen wunderschönen Tisch, den wir dann decken können. Ich habe den Ballon schon gekauft. Und wir werden jetzt noch den Kuchen kaufen. Wir werden nämlich beides machen, wenn dann denn schon. Ja, wie schön. Oh, ich freue mich. Die Torte wollen wir. Schaut mal, da ist dem Henry seine Schwester. Ist die nicht süß, die Maus? Und unser Presti ist da. Ich würde sagen, wir lagen nochmal alle. Okay, alle sind sie hier. Oh, 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 es geht schon los. Was macht ihr? Versuchen, der Mistelzweig zu küssen. Oh, wie süß. Es geht schon los. Die ersten haben Brillen an. Die Kira hat sich schon eine Brille geholt und vermutet, dass es ein Junge wird. Ich würde sagen, wir sagen natürlich, dass die Eltern auch mal raten sollen. Ah, die Schwester holt sich jetzt eine. Okay, ich bin mal... Ah, sie denkt, es ist ein Mädchen. Oh, Emilia, du denkst, es wird ein Junge. Echt, du würdest echt einen Jungen haben. Wie süß. Schön. Und der Papa, der gibt ihr erstmal einen süßen Schmatzer. Und er denkt auch, dass es ein Junge wird. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das stimmt. Ob das groß stimmt. Emilia, wo gehst du hin? Was machst du? Süße, du brauchst nichts zu essen, zu kochen. Wo hast du das jetzt hingestellt? Okay, sie ist dezent ein bisschen gestresst. Wer hat sich jetzt noch eine Brille geholt? Guckt mal, seine Mama denkt, es wird ein Junge. Und sein Bruder, sein älterer, denkt, es wird ein Mädchen. Seine Schwester denkt auch, es wird ein Mädchen. Von unserer Family bis auf die Kira haben sie noch nichts an. Aber ich würde sagen, Emilia, du kannst hier mal Essen servieren. Einfach, dass die, wenn sie Hunger haben, die Sims, dass sie was zu essen haben. Servier mal süße Brötchen und tartusianische Obstkuchen. Genau. Dann haben wir so ein bisschen was. Och, Süße, jetzt hast du das ja schon wieder in der Hand. Die Naomi schwärmt und sieht, ich finde, sie sieht so süß aus mit ihrer kleinen Babykugel. Und sie macht einen sehr ruhig zufriedenen Eindruck. Ja, guck mal, das ist doch gut. Dann schnapp du dir das mal. Und ich würde sagen, wir fackeln wirklich nicht lange rum. Wir stellen den Kuchen schon mal hier hin. Und ich finde den so, so süß gemacht. Der ist so schön. Und dann werden wir zusammen ein Stück, nee, Torte alleine anschneiden. Nee, Torte gemeinsam anschneiden. Wenn sie dann auf jeden Fall sich gestärkt hat. Unsere Familie will irgendwie nicht die Brille anziehen, habe ich den Eindruck. Wir sagen mal, alle sollen sie sich versammeln um die Torte und sagen, hey Leute, kommt. Wir möchten so langsam loslegen, dass wir danach noch ein bisschen Party machen können. Seine Schwester hat sich auch schon was zu essen geholt. Okay, okay, okay. Ihr Lieben, es geht los. Zusammen Torte anschneiden. Lass es uns herausfinden. Guckt mal, wie sie alle da so schön stehen und warten. Okay,
Es wird spannend. Es wird spannend. Seid ihr bereit? Ich bin's nicht. Aber wir kriegen das hin. Na, kommt ihr zwei. Wie süß. Traut euch. Findet's heraus, was ihr als Babygeschlecht habt. Und was wird's? Was wird's? Und? Ein Mädchen! Es wird ein Mädchen! Ein Mädchen! Ein Mädchen! Ein Mädchen! Wir kriegen ein Mädchen. Ihr beiden, ihr habt leider falsch euch die Brille ausgesucht. Es wird ein Mädchen. Genau, nehmt euch alle ein Stück. Jetzt wissen wir, es wird ein Mädchen. Vanni, ich hoffe, du freust dich über ein Mädchen in der Familie. Die Emilia ist auf jeden Fall super glücklich. Es wird ein Mädchen von der Geschlechtsenthüllung. Die Luft ist mit dem süßen Duft der Vorfreude erfüllt und Emilias Herz schwillt an vor Liebe für das kleine Leben, das ihr anvertraut wird. Sie kann es kaum erwarten, sich auf das Abenteuer der Elternschaft einzulassen, ihre Tochter zu begleiten und zu fördern, während sie sich zu einer einzigartigen, individuellen Individuum entwickelt, das sie sein soll. Umgeben von geliebten Menschen und der süßen Offenbarung von Rosa fühlt Emilia ein überwältigendes Gefühl der Dankbarkeit und Aufregung für die schöne Reise, die ihre wachsende Familie erwartet. Ich finde die Texte auch so, so süß geschrieben. Ja, mein Lieben, wir kriegen ein Mädchen. Das wird die erste... Nee, das zweite. Ich vergesse ja immer, dass Lex und Lola ihr Baby schon bekommen haben. Da haben wir einen kleinen Jungen bekommen und jetzt bekommen wir ein kleines Mädchen. Okay, Emilia muss schon wieder auf die Toilette, ihre Blase drückt scheint viel. Emilia, du musst ja dann auch von deinem Kuchen hier ein Stück nehmen und du, Schätzelein, auch auf ein Stückchen nehmen. Also, wer hatte recht? Die Kira hatte recht? Nee, die Kira hatte blau. Seine Familie hatte recht, bis auf seine Mama. Sie hat sich einen Jungen gewünscht. Aber hier die drei, sein Papa, sein älterer Bruder, seine jüngere Schwester, die haben alle auf ein Mädchen getippt und hatten recht. Und ich glaube, die Emilia wird nach dem Ganzen einmal unsere kleine Maus, die Nila, knuddeln und küssen und sagen, hey Süße, guck mal, wie schön. Was ist hier los? Wieso zickt ihr hier rum? Und schreit mir so ins Ohr. Hey, wenn hier irgendeiner unsere Katze ankackt, den schmeiß ich raus. Ich hasse es, wenn ihr den Tieren so blöd und zickig gegenübertretet. Oh, guck mal, wie der John abgeht. Ah, oh, Johnny Boy, du bist so cute. Ich bin mal gespannt, wie es dir in deinem Uni-Alltag so geht, wie dir das gefällt. Guck doch mal, wie er abgeht, wie er sich hier freut. Ein Dance-Move nach dem anderen raushaut. Jetzt ist er so schnell, dass ich gar nicht hinterherkomme. Yeah, guck doch mal, wie süß er aussieht, unser Schätzelein. Ja, ja, wir kriegen ein Mädchen. Mit der Vanni habe ich schon einen Jungen als auch einen Mädchennamen ausgesucht. Heißt, wir haben da schon auf jeden Fall für die Geburt vorgesorgt. Oh, wie Emilia abgeht. So süß. Schön. Naomi, ich hoffe, du gewöhnst dich an den Gedanken, nochmal Mama zu werden, auch wenn du es nicht wirklich willst. 371 an seinem freien Tag. Cool, sehr cool. Könnt ihr einen romantischen, süßen, kurzen Tanz machen? Wo ist denn der Henry überhaupt schon wieder? Henry, du musst nicht den ganzen Kram jetzt hier sauber machen. Das kann unsere Spülmaschine doch machen. Oh, ich komme gerade nicht aus dem Grinsen raus. Ich sitze hier wie ein Honigkuchenpferd und grinse vor mich hin, weil ich mich so freue, den Teil mit euch jetzt auch noch hier nebenbei zu machen. Es tut mir leid, dass mit Strangerville jetzt nicht so gut das geklappt hat. Aber ich fand es trotzdem ganz lustig, muss ich sagen. Wir machen hier mal einen langsamen Tanz zusammen. Er sagt, hey Schatz, ich freue mich so auf unser kleines Mädchen. Ich hoffe, sie kommt nach dir. Du wurdest erwählt, bei der Romantik-Reality-Show 7 Wilds wilde Dates zu werden. Die Aufgabe ist simpel. Du versuchst 7 perfekte Dates nacheinander mit anderen Teilnehmern zu haben, während versteckte Kameras alles aufnehmen. Wenn alle deine Dates bis zum Ende ideal laufen, bekommst du unseren Hauptpreis. Meine Liebe ist nicht käuflich, denn wir sind schon hochverknallt, hochverliebt. Wir wollen unseren Henry heiraten, wir bekommen ein Baby. Vor allem, was sind das für komische Nachrichten, die wir da zurzeit bekommen? Das sind wir normal.
Nee, wir bekommen ein Mädchen. Wie schön. Ich freue mich schon. Ich werde euch meinen Geburtsplan schon mal verraten. Wir werden zu Hause unseren... Sie machen einen Cowboy-Tanz. Nein, wie cool. Nein, lasst mich da mal ein Foto machen. Tut mir leid, dass ich jetzt so mitten meinen Satz abbreche. Aber das ist so cool. Der Cowboy-Gruppentanz macht den mal. Nein, wie cool. Wie cool. Guckt mal, seine Mama, seine Schwester, ihr Bruder, die machen hier den Cowboy-Gruppentanz. Wie cool. Ja, unser Geburtsplan. Zurück zum Thema. Wir werden zu Hause eine Hausgeburt machen, denn da wir aktuell im vollen Strangerville-Chaos sind, vertraut die Emilia keinem. Sie wird mit dem Henry am Schatzilein einen Geburtsvorbereitungskurs machen, sich alles Mögliche an Wissen aneignen. Wir werden eine Hebamme unseres Vertrauens dann natürlich zu unserer Geburt einladen, damit alles im Notfall auch korrekt und richtig läuft. Und ja, werden zu Hause unser Babymäuschen auf die Welt bringen. Und ich finde es so schön. Ja, schön, 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 schön. Hier, wer ist denn hier die ganze Zeit am Pupsen? Und habt ihr es gesehen? Er hat selbst gepupst und dann so, bäh, hat hier gefurzt und wedelt da rum wie so ein Ochs. Ach, wie schön. Ich freue mich so, ihr glaubt es nicht. Ich freue mich so. Und er wird als auch nochmal hier körperlich sagen, er wird ihr den Bauch nochmal umarmen und sagen, Süße, wir schaffen das. Wir haben alles bisher zusammen geschafft. Wir haben uns dieses super süße kleine Häuschen zusammen gebaut, gekauft. Es ist klein, fein, reicht für uns aus. Was ist das da? Machen wir mal da rein. Oh, schaut sie euch an, wie süß. Wie süß, schaut sie euch an. Ja, die beiden bekommen ein Mädchen. Trotz Chaos haben wir noch doch so ein Happy End noch hinbekommen. Die Familie hat mitgevotet. 3 Personen, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, seine Schwester, sein Bruder, sein Papa, die haben für ein Mädchen gestimmt. Viele aus unserer Familie haben nicht mitgestimmt, aber es ist okay. Ist ja freiwillig. Auf jeden Fall gucken wir, dass wir hier mal so ein bisschen süße Liebe von den beiden tanken dürfen. So süß, so süß, so süß. Cute. So, die beiden freuen sich richtig, auch wenn es total ungeplant war und nicht erwartet. Wir haben ja eigentlich gesagt, die waren nicht, wir wollen damit noch warten und auf später warten. Aber ja, die Sims, die haben ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Zukunftspläne und haben sich dementsprechend jetzt anders entschieden und haben gesagt, sie wollen jetzt ein gemeinsames Baby. Oh, wie süß. Och, ihr Lieben, ihr macht mich fertig. Wir müssen dann gleich noch den Ballon zum Platzen bringen. Wir werden sie dann alle gleich mal versammeln und sagen, Leute, komm, wir lassen den Ballon noch platzen. Das finde ich nämlich auch noch schön. Oh, so süß, die zwei euch liebst. Und sie sind alle so glücklich, da drüben sogar die Naomi, die ja eigentlich nicht so gut drauf ist wegen ihrer eigenen Schwangerschaft, ist so happy gerade. Deshalb müssen wir mal gucken, ob wir hier auch so ein bisschen was erzählen wir mal die Neuigkeit. Auch wenn wir eigentlich wissen, dass ja, ein Baby unterwegs ist. Und? Okay, sie sind alle versammelt. Und freut sie sich dennoch für uns? Ja, sie freut sich, dass sie Oma wird. Geliebtes kleines Mädchen, das die beiden jetzt wissen und für die Zukunft sich freuen können. Ist das pinkes Konfetti? Ich sehe das nie. Ich bin da echt ein bisschen blind, habe ich den Eindruck. So, so süß. Sie bekommen ein Mädchen. Ich freue mich. Ich hoffe natürlich, dass ihr euch dementsprechend auch freut. Die Emilie, die liebe Muni, hat gesagt, sie freut sich auf Junge als auch Mädchen. War ich natürlich auch. Aber es ist natürlich jetzt super schön zu wissen, was wir genau bekommen. Wir wissen natürlich immer noch nicht, wie viele Babys wir bekommen. Ich würde sagen, das lassen wir so ein bisschen die, ja, Geburt dann entscheiden. Können wir den jetzt aufheben, dass da keiner drüber fällt? Ja, okay. Sie will sich schon wieder was zu essen machen. Dann hier, nimm dir
was von dem Essen. Dafür habe ich es immerhin hingestellt und gezahlt. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal zu unserem Schatz und sagen, ich bin so, 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 so glücklich mit dir. Freue mich auf unsere kleine Maus, auf die schöne Zeit, die uns erwartet. Es wird schwer, keine Frage. Für manche leichter, für manche schwieriger. Ich denke, die beiden, die könnten am Anfang so ein bisschen überfordert sein mit dem Ganzen, weil halt auch alles so spontan gekommen ist. Aber die kriegen das hin. Ich bin äußerst... Wieso singst du ein Weihnachtslied, Schätzelein? Ich weiß, wir haben Weihnachten erst gehabt. Okay, wir kriegen das Weihnachtsgesänge noch zum Abschluss vorgesungen. Aber ja, ich würde sagen, unsere Gäste, die werden jetzt auch alle schnurstracks einfach nach Hause gehen. Von jetzt auf gleich. Es war super schön, dass alle da waren. Ich freue mich auch sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und freue mich auf die kommenden Parts. Wir werden im nächsten Part bei John und Linda höchstwahrscheinlich sein. Oder bei Kira und Preston. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen. Ich muss mal gucken, was ansteht bei denen allen so im Haushalt. Auf jeden Fall haben wir ein wunderschönes Ende gehabt. Unser Strangerville wollte nicht so ganz, wie wir wollten, aber wir kriegen das hin. Wir wissen, okay, wir müssen noch einen Sim impfen. Das werde ich noch machen, privat dann am nächsten Tag. Und ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Okay, sie geht jetzt auf die Toilette und er geht ein Lavendel-Schaumbad nehmen. Hat sich die Gurken auf die Augen geklatscht. Okay. Ach, haben wir einen schönen Sonnenuntergang. Schaut mal, wie schön. Ja, aber gut. Ich würde sagen, für die etwas chaotische Folge machen wir Schluss für heute. Wir haben viel erlebt. Ich würde mich super freuen, wenn du mit mir in den regen Austausch in den Kommentaren gehst, was du denkst, dass du dich freust über ein Mädchen. Und ja, ich bin auch mal sehr gespannt, was ihr zu dem Namen sagt, den ich mir mit Vanni ausgesucht habe. Wünsche dir allerdings jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Und freue mich natürlich sehr, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen bei Familie Winter. Und ja, würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.